Willkommen zu Die Sims 4. So. Dann ess mal etwas schneller, Silas. Damit du jetzt bald. Oje, da kriselt aber jemand ordentlich. Ich glaube, wir schicken ihn jetzt mal eben auf Klo. Dann gehst du duschen. Dann gehst du hier unten was futtern. Und dann kannst du wieder schlafen gehen. So, ich hoffe, es passiert nichts, weil es ist wieder ein Patch raus. Man hat jetzt mit dem Patch, wenn man jetzt hier Simno aufruft, hat man hier einen weiten Button. Jetzt kann man sich nämlich das angucken. Endlich, man hat jetzt einen Stammbaum. Das hatte man halt wirklich vorher nicht. Man konnte also nicht erkennen, wer von wem abstammt und so. Und jetzt hat man den und man sieht, man hat sehr viel Platz. Man kann über paar Generationen halt sich den Stammbaum angucken, und wenn man halt hier dann so draufklickt, hat man dementsprechend angewählt, und jetzt hier steht dann halt auch, dass es die Mutter ist, die verheiratet ist mit Don, und sie ist Stand-up-Star, und das hier ist halt dementsprechend der andere Beruf. Und jetzt wird auch unterteilt, kann man hier vielleicht sehen, ja, die Mütter sind natürlich jetzt leider nicht aufgelistet, aber hier steht jetzt Vater und Stiefvater. Vorher war ja immer angegeben, nur Bekannter. Ne? Aber jetzt ist er sein Stiefvater, und das ist auch sehr schön. Und ups, jetzt wollte ich doch. Und hier wird jetzt angegeben Stiefschwester. Ne? Also, das ist auch sehr gut. So, und hier stinkt auch jemand. Madame stinkt. So. Silas huscht auch ins Bettchen. Du futterst. Das ist gut. Immer ist irgendjemand wach. So. Don kommt auch zum Futtern. Du bist fertig, dann kannst du hier eben auf Klo gehen. Huch. Naja, den Teller sehen wir dann später wieder. So, dann kannst du anschließend hier mal schnell duschen. Und dann kannst du auch schlafen gehen. So, okay. Don geht dann auch jetzt wieder schlafen, aber da ist sie wach. Dann geh erstmal auf Klo, geh duschen. Dann kannst du meinetwegen was futtern gehen. Erstmal tun wir den leeren Teller weg. Und dann gehst du hier
futtern. Hausaufgaben hast du schön gemacht. So. In 3 Tagen, in 3 Tagen, 2 Tagen, sind in 2 Tagen. Sehr schön. Dann können ja wir wirklich Geburtstag feiern. Ach. Guten Morgen, der Herr. Ja, gut, du kannst was futtern gehen. So, und sie, die Stinkemiez, geht duschen, dann ist sie keine Stinkemiez mehr. Ach, das geht jetzt richtig flotti flott hier mit dem Duschen. Dann kannst du hier mal verwenden. Und ja, Willi, du kannst den Teller aufessen. Also das, was drauf ist. So, und dann kannst du dir auch was holen. So. Und sobald dann die Erwachsenen auf sind, werden wir Johnny und Cindy zu Teenagern machen. Weil die hatten wir ja auch als erstes. Und dann kommen aber auch direkt Janet und Willy. Oder wir machen eine Geburtstagsfeier und gucken, ob wir alle 4 gleichzeitig altern lassen können. Oder ob es nur eine begrenzte Anzahl von Geburtstagskindern sein können. So. Was erzählst du denn? Eine alberne Geschichte, natürlich. Die hat sich aber ordentlich, naja, mit ihr, mit Jeanette. Halt noch nicht. Aber das ist ja auch gut, weil Willi wird ja ihr Partner. So. 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 So, wie lange brauchen die denn noch alle? Vor allen Dingen Silas, der ist zum Glück bald auch. Dann spulen wir mal schnell vor. Weil dann kann Silas hier unten eben auf Klo und dann kann er. Aha, Christian ist auf jeden Fall schon mal. Ja, geh. Wie Uchs, ja, kriegst hier gleich was zu futtern. Sobald du deinen Toilettengang beendet hast. So, dann kannst du jetzt hier
Hier was zu futtern holen. Ja, und was man jetzt hier noch hat, diese Blasen waren ja vorher immer fix, also fest drin. Da musste man sie übers X verwerfen. Und jetzt verschwinden die aber. Ich glaube, immer wenn sie wieder aufwachen oder so, glaube ich, ist das so, dass die jetzt verschwinden, diese zwei. Aber wenn da was dabei ist, wo ordentliche Punkte sind, kann man sie jetzt festhalten. Festpinnen. Ne, und sagen, ich will die, dass die bestehen bleiben. So. Du gehst auch was. So, okay. Oh. Familiensehnsucht. So, was? Ach, dem geht's weit gut. Du willst freundlich zu Christian sein. Und Christian kann ruhig das noch zu Ende essen. So. Dann kannst du mal hierher kommen. Deine Traurigkeit ist ja gleich. So, jetzt kannst du freundlich kennenlernen und dann kannst du ihn knuddeln. So. Alana hat Hunger, dann kannst du dir was zu futtern, ups, zu futtern nehmen. So. So, wir müssen ja hier so ein bisschen wieder so. Müssen hier ihren Freundschaftsbalken wieder hoch pimpen. So. Interessenten. Schmeicheln. So. Tag verschönern. Kompliment über das Aussehen machen. Spielstrategie. So. Geheimnis ausplaudern. Reparaturtipps geben. Hier kämpft mal. Oh, da war Christian. Ein bisschen besser als Silas. Fragen. Das nochmal. Rutt, hier geblieben. Nicht abdampfen.
Ich flüstern. Muskeln zeigen. Tratschen. Impala. Oh, Venusa. So, bald haben wir es geschafft und der Balken ist sehr schön hoch oben angesiedelt. Süßholz raspeln, mit Fressen reden. Fuba Torka Tribs. Weltraum schwärmen. Chab. Ein vertrauliches Geheimnis mitteilen. So, jetzt ist der Balken da oben. Muska Trieb. So. Kaffla Babgar. Oh. Mustisch. Aragaba. Sefawin. Ruskan. Lampima. Und dann. Leem. Mwah. Torkanu. Ah. So. Darfi. Seal. So, jetzt muss aber hier mal repariert werden. Und Christian kann hier aufwischen. So. Dann kann anschließend hier repariert werden. So. Ups. So, einmal hier hin. Und so, okay. Dann kannst du hier plündern. So, und dann müssten ja eigentlich, was soll hier wären? So, ups, schnell weg damit. Sehr schön. So, und dann würde ich sagen, Donny Boy, du veranstaltest jetzt mal ein gesellschaftliches Ereignis. So, und zwar wollen wir jetzt Geburtstagsparty. Geburtstag feiert man nur einmal im Jahr und diese Gelegenheit sollte man nicht verpassen. Bring Kuchen, ein Geschenk und ein Lächeln mit. Happy Birthday! Zu den Gold-Level-Belohnungen gehört ein neues Schlafzimmerobjekt. Haha. Okay. Mal sehen, ob wir alle vier nehmen können. Und Gäste werden sein. Die. So. Nehmen wir hier
sie so und so. Gut. Und wir machen es natürlich in unserem Anwesen. Well, so. Tü-tü. So. Ein paar Tipps für erfolgreiche Veranstaltungen. Für eine Geburtstagsparty wird ein Kuchen benötigt. Jo. Das weiß ich. Ist ja auch klar. So. Kerzen ausblasen. Ja, ist klar. Speisen essen, Sims gleichzeitig Musik hören lassen, Witze erzählen. Okay, wie ist das dann? Aber wie die Geburtstagsparty läuft, werden wir dann sehen. Im nächsten Part nämlich. Ich finde es schön, dass du dabei warst. Ich würde es natürlich auch schön finden, wenn du dann im nächsten Part dabei sein würdest, wo hier unsere 4 Kids zu Teenager werden. Und wir versuchen natürlich, die Party auf Gold zu kriegen. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß und bis denn dann. Tschüss.